Grüße euch, guten Tag. Ja Leute, was geht hier? Wir sind zurück bei MyClub hier bei Pro Evolution Soccer 2015 und es gibt erst einmal direkt zu Beginn wieder ein bisschen GP rausschmeißen. Und zwar haben wir einen Vertrag verlängert, nämlich den von Tutu, essentieller Stammspieler HD Ultra. Ja, und was wir dann noch gemacht haben, ist die Saison beendet. Und zwar haben wir jetzt den Aufstieg also in Liga F offiziell geschafft. Und dann haben wir uns natürlich noch einen Gegner gesucht. Und werden jetzt also heute gemeinsam dieses erste Spiel uns mal angucken. Und zwar gegen Galatasaray. Und es war einiges los. So viel kann ich euch auf jeden Fall schon mal im Voraus versprechen. So, und in diesem Sinne springen wir in die Partie. Als Einstieg wählen wir mal hier die 10-Minuten-Marke. Davor war es eher ein Abtasten. Und es blitzt jetzt eigentlich mal wunderschön auf, wie schön man bei Pro Evolution Soccer auf Kombinationsfußball gehen kann. Der Ball wird hier wie von der Schnur gezogen, von einer Person an die nächste weitergeleitet. Dann haben wir Glück, dass er wieder zu uns kommt. Tutu zum ersten, Tutu zum zweiten und alle guten Dinge sind drei. Da zahlt er uns die Vertragsverlängerung direkt heim und wir haben ein neues Feature. Der Gegner drückt nicht sofort jedes Tor weg. 1-0. Das kommt ein bisschen überraschend. Wir fallen da jetzt ein bisschen mit der Tür ins Haus hinein. Tutu, ja gut, was willst du machen? Wenn er nicht reingeht, dann musst du es nochmal versuchen. Wenn er da nicht reingeht, musst du es nochmal versuchen. Und wer da nicht reingeht, dann machst du rein. So einfach ist das manchmal. Ja, 1-0. Kann uns scheißegal sein, wie dieses Tor entstanden ist. Von einer ausnahmslosen Dominanz hingegen waren wir relativ weit entfernt. Wir hatten nämlich Glück, dass unser Gegner solche Dinger hier ausgelassen hat. Und den einfach mal aus dem Stadion drescht. Ja, der mit dem Frankfurter Kennzeichen ihre Windschutzscheibe ist eingeschlagen. Ne, die Spielszene, die uns jetzt hier bevorsteht, 26. Minute, ein wunderschöner Pass auf Santa Cruz. Nicht zu verwechseln mit Toni Kroos. Ja, nach all den Wechselwortspielen hier kommen wir mal wieder zum Spiel zurück und besinnen uns mal auf die essentiellen Dinge des Fußballs und die heißen Chancen effektiv nutzen. Wenn der Gegner seine Chancen nicht macht, dann musst du deine umso mehr verwerten und auch wenn du Glück hast, ist das scheißegal. Tutu mit dem nächsten Tor, das ist ja überragend, was der Kerl hier abliefert. Da macht sich doch die Vertragsverlängerung direkt umso mehr bezahlt. Auch Manuel Neuer, für den wir nichts bezahlen mussten, der ruft heute wieder volle Leistung ab. War ja nicht immer der Fall, dass er da wirklich so gefordert wurde wie das Atacruz. Die Chancen waren da, hier den Vorsprung noch weiter zu erhöhen. Es gab aber auch ein paar unschöne Szenen. Hier nochmal kurz vor der Halbzeit, wo Gazzi einfach mal den gegnerischen Spieler wie sonst was umschmarotzert. Ja, das hat ein bisschen wehgetan, deswegen gibt es hier auch keine Wiederholung, gelbe Karte. Geht mal sowas von in Ordnung. So wirklich großartige Ereignisse gab es dann in der ersten Hälfte nicht mehr. Und deswegen pfeift der Schiedsrichter zum Pausen-Tee. 2-0, souveräner Vorsprung hier für uns nach 45 Minuten. Nach dem Wiederanpfiff meldete unser Gegner dann durchaus Interesse an, das Spiel hier auch wieder selbst in die Hand zu nehmen. Allerdings gelang ihm das nicht sofort. Das gelang ihm nur nach Vorlagen, die wir ihm da wirklich geliefert haben. Paul Pogba, also ein namhaftes Team hat er auch definitiv gehabt. Und dann müssen wir hier auch wirklich mal die Augen aufsperren, denn Tyson macht auf einmal den Anschlusstreffer und da drückt er das auf einmal wieder weg. Da ist er flink am Controller. Du weißt, dass du nach sowas nicht machen, richtig dich verunsichern lassen und genau das war auch nicht der Fall, beziehungsweise war der Fall, dass wir uns nicht verunsichert lassen haben. Denn wir spielen einen wunderschönen Pass, Tutu mit dem Hattrick, vielleicht nicht lupenrein, aber er macht drei Tore. Und damit also er heute der Matchwinner, wenn wir das Match natürlich gewinnen sollten. Das ist die Voraussetzung. Folgt der Beweis, dass Fußball auch für gestandene Spieler ab und zu, ja, auch bei den einfachsten Dingen scheitern kann. Charbonnier haben wir da gerade gesehen, der nur die Chance schlechthin vergibt. Ja, und ihr seht, wir sind schon auf einmal in der 5. Minute der Nachspielzeit.
Ob das Eigentor von ihm jetzt beabsichtigt war oder nicht, kann uns egal sein. 4-0, er weiß genau, er kann da nichts mehr machen. 4-1 meine ich natürlich, Entschuldigung. Ja, und damit wäre die Partie gelaufen. Ein souveräner Sieg hier zum Auftakt in Liga 11 und wir werden uns weiter kontinuierlich nach oben bewegen. So auch das Ziel. Und dann schauen wir mal, ob wir das beibehalten können. Im Sinne bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich melde mich ab, macht's gut, auf und Wiedersehen. Tschüss.